Жаркое лето. Вечереет. Москва освещается теплыми красками заката. Значит, самое время покинуть скучный офис и идти танцевать. Das heißt, es ist höchste Zeit, die langweiligen Büros zu verlassen und tanzen zu gehen. Это значит, самое время покинуть скучные офисы и идти танцевать. Es ist höchste Zeit, самое время. Es ist höchste Zeit, ins Bett zu gehen. Es ist höchste Zeit, dass wir zum Unterricht gehen. Не забываем. Zum Unterricht gehen, aber im Unterricht sein. Парк Горького, Екатерининский парк, Останкино, Сокольники, танцы по всей Москве, танцы для всех поколений. Überall in Moskau wird getanzt, und zwar von allen Generationen. Танцы по всей Москве, танцы для всех поколений. Alle Generationen, eine Generation. Neue, alte, zukünftige, kommende, junge, ganze. Von Generation zu Generation weitergeben. Ein Computer der dritten Generation. Es wird noch Generationen dauern. Танцы все равно, что маленький отпуск каждый вечер. Для молодых это возможность новых знакомств и совместных переживаний. Für Jugendliche stellt es vor allem die Möglichkeit dar, jemanden kennenzulernen und gemeinsam etwas Besonderes zu erleben. Die Möglichkeit darstellen. Etwas grafisch darstellen. Argumente klar darstellen. Jemanden kennenlernen. Ein Buch kennenlernen. Eine fremde Stadt kennenlernen. Jemanden persönlich kennenlernen. Es freut mich, Sie kennenzulernen. Gemeinsam etwas Besonderes zu erleben. Etwas Schönes erleben. Etwas Schweres erleben. Eine Enttäuschung erleben. Существительное das Erleben означает опыт. Aus eigenem Erleben kann ich sagen, для пожилых людей это идеальное средство, чтобы держать себя в хорошей физической и эмоциональной форме и оставаться социально активными. Für ältere Leute ist es ein ideales Mittel, sich körperlich und geistig fit zu halten und sozial aktiv zu bleiben. Sich körperlich und geistig fit halten. Sich halten. Sich fit halten. Sich körperlich fit halten. Sich geistig fit halten. А теперь проверьте себя. Скажите, как будет по-немецки? Самое время. Es ist höchste Zeit. Будущее поколение. Die zukünftige Generation. Четко аргументировать. Аргументы klar darstellen. Приятно с вами познакомиться. Es freut mich, Sie kennenzulernen. Держать себя в форме физически и духовно. Sich körperlich und geistig fit halten. Движение – это жизнь. Танцуйте вместе с нами.